Herzlich willkommen beim Motorradmagazin hier von der Kartstrecke in Wöllersdorf. Ja, wer tief gefallen ist, der muss wieder ganz unten anfangen, so wie ich. Ich nehme zum ersten Mal wieder an einem Rennen teil, ich glaube seit 10 Jahren. Und zwar nicht mit einer 1000er oder 600er, sondern mit einem Minibike. Hier beim Austria Minibike Cup wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Buccimoto. Keine YZF, sondern ein YCF, eine Supermoto. Hier sind aber auch Superbikes im Kleinformat, 300er, 400er am Start, sogar Vespas. Es ist echt skurril, aber das Fahrerlager ist voll und es ist echtes Racing-Feeling. Ich bin total angefixt, was da so geil ist. Und dass wir sogar einen Moto3-Fahrer hier haben, das erzähle ich euch gleich. Das ist mein Renngerät, meine Rennsemmel. Ihr seht es, Reifenwärmer, das ist echt alles professionell. Jeder ist motiviert, ich natürlich auch nach 3 Trainings. Im Training wurde dann die beste Zeit genommen. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich in der Startaufstellung stehe. Vielleicht, weil ich so ein bisschen außer Konkurrenz fahre. Hoffentlich ein bisschen in der Mitte. 1.05 war meine Qualifying-Zeit. Kann ich ja verraten, ihr könnt es eh nachschauen. Vorne fahren es, glaube ich, so 1.0, 1.1 oder was in der Klasse. Gibt natürlich noch dann schnellere, Max Kofler, ich glaube 55, 56 oder so. Auf jeden Fall geht es dann bald los. Jetzt ist noch ein Rennen vor uns und dann haue ich mich in den Sattel. Was das übrigens genau ist, was es so kostet, was man dann auch daraus machen kann, weil das ist eher so Einstieg, also wirklich Serienzustand, das werden wir dann auch noch besprechen. Domi, du bist einer derjenigen, die es ermöglicht haben, dass wir hier teilnehmen dürfen. Vielen, vielen Dank. Motorrad gestellt, alles Reifen, wir haben ein perfektes Service in der Box. Was machst du genau? Beruflich bin ich bei KTM Testfahrer und privat fahre ich ein Pitbike und damit ein paar Kilometer draufkommen. Ja. Was haben wir da jetzt für Geräte? Du hast gesagt, ich habe das Einsteigerformat, weil ich brauche kein Topmaterial, um schnell zu sein. Aber man kann ja da schon noch viel Geld reinstecken. Ja. In welchem Preissegment liegen wir da und was ist möglich? Wir haben für dich haben wir von Buccimoto ein YCF, ein Einsteiger, 190 Kubik, 2-Ventil-Motor. Kostet das ganze Package fixwertig 2000 Euro und du hast einen Riesenspaß auf der Rennstrecke. Geht auf bis zu die Mini-GP Buccimoto 4-Ventil mit Daytona-Motor. 6.000 Euro aufwärts mit Mupo Marcellini Vorwerk. Also es ist für jeden Geldbeutel was dabei. Ja. Du bist ja noch ärger unterwegs gewesen als ich. Ich bin auch gestern heimgeflogen. Du bist von Barcelona hergeflogen und fliegst dann wieder zurück, oder wie? Ja, ich habe kurz meinen freien Tag, habe ich gesagt, von Spanien haben Bitbike-Rennen. Es ist das erste Rennen, was wir heuer da gemeinsam mit Buccimoto, mit dem Austria Bitbike Cup veranstalten. Und da war es mir schon ein Anliegen, dass ich da der Organisation ein bisschen helfe. Also, deswegen sind wir kurzzeitig eingeflogen. Ja, wir werden uns wahrscheinlich nicht um einen Platz streiten, schätze ich mal, auf der Rennstrecke. Deswegen da kann ich dir aus vollstem Herzen alles Gute wünschen und bleib oben. Ja, sitzen bleiben ist das Wichtigste und wir werden einen Haufen Spaß haben. Gut. Dankeschön. Danke. Ja, ich habe ein paar Legionäre entdeckt, offensichtlich aus einem anderen Land. Wo kommt sie her? Aus der Schweiz. Ja. Aus der schönen Schweiz. Ah, deshalb ist alles in Carbon und Titan und sauteuer. Was habt denn ihr da für skurrile Geräte? Das ist eigentlich ein Puch Maxi X30. Wir fahren mit den Mopeds in der Schweiz und in Holland Meisterschaft. Ja. Ja, und ihr seid ein Team Two-Stroke Parts, das heißt, kommt ihr von einem Shop, von einem Geschäft? Genau, wir haben einen Online-Shop, Two-Stroke Parts, wo wir solche Teile, die wir hier fahren, eigentlich auch anbieten zum Verkaufen. Ja. Jetzt gibt es in der Schweiz bekanntlich keine Rennstrecken, aber habt ihr solche Kartstrecken? Könnt ihr irgendwo fahren? Genau, wir haben eine Kartbahn, wo wir trainieren können, aber auch die Schweizer Meisterschaft haben wir viel in Frankreich, haben wir noch Rennen, Italien haben wir noch Rennen. Ja, das geht dann schon irgendwie. Und wie gefällt es euch hier in Österreich? Schön, Wetter passt, Rennstrecke passt, wir sind bereit für gutes Rennen. Ja, na, dann wünsche ich euch viel Glück. Lasst das bitte so schön, wie es auch ist. Ja. Was hat das eigentlich für Gewicht? Ja, ist etwa 50 Kilogramm. Ja. Na gut, dann Dankeschön, oben bleiben. Viel Spaß. Dankeschön.
Ja, wir haben nicht nur Teilnehmer aus der Ferne, aus der Schweiz, wie wir gerade gesehen haben, sondern wir haben auch internationale Rennsport-Prominenz hier. Max Kofler, nicht verwunderlich der Schnellste, glaube ich. Was hast du hier für ein Gerät? Was ist die Basis und was steckt alles drin? Hast du ungefähr im Kopf, was das dann kostet? Das ist ein Pucci-Motor, 12 Zoll und Daytona 190 Motor drinnen. Genau, das muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht. Ich habe es einmal probiert, war richtig cool zum Trainieren und da habe ich mir gedacht, ich brauche so ein Gerät. Also ich weiß nicht einmal alles, da weiß der Manuel alles, aber nein, also für mich ist es einfach richtig cool zum Trainieren und für das, dass ich da einfach fahren kann, kostengünstig und richtig cool zum Fahren. Ja. Ich meine, allein die Gabelbrücke und so spricht eh Bände. Jedenfalls, ja, war es eigentlich früher so, auf den kleinen wurde trainiert und dann auf dem großen Ring fahrt man. Jetzt schaut es fast so aus, als würde sich da eine echte Szene etablieren, oder? Bei diesen Minibikes und Pitbikes. Ja, es kommt bei uns immer mehr, glaube ich, auch durch den Montrag Manuel, der was das halt mit Pucci-Moto in Österreich macht und auch mit dem Austrian Pitbike Cup. Das kommt immer mehr. Ich meine, Italien, Spanien, da ist das halt einfach jahrelang schon, dass da richtig viele Leute fahren. Aber bei uns kommt das immer mehr, finde ich richtig cool, weil es super Motorrad sind, man kann richtig cool rennfahren damit. Und ich finde es super, dass da was nachkommt. Und auch für die Jungen, würde ich mal sagen, ist das einfach mal ein wenig eine Einstiegschance. Ja. Also für mich zum Beispiel, kann man dich dann bei den weiteren Terminen auch antreffen? Vermutlich nicht, weil das hat halt noch gut gepasst vor der Saison. Ja. Und mit Manuel war es ihm ausgemacht, dass wenn ich Zeit habe, dann komme ich mit, dann fahren wir im Team miteinander. Aber vermutlich bei den restlichen Rennen nicht, es sei denn, es passt einmal und ich komme zufällig vorbei. Aber Rennen wahrscheinlich dann nicht mehr, weil er während der Saison nicht wirklich andere Rennen fahren sollte, darf, wie Supersport. Ja, na, dann sehen wir uns vielleicht zum Saisonstart im nächsten Jahr wieder. Ja, pass trotzdem auf dich auf, meine Verletzungsgefahr haben wir eh schon erwähnt, ist vergleichsweise gering. Und wie gesagt, ich schätze mal, Stockerlplatz wird sich ausgehen für dich. Ja, ich meine, wenn jeder seinen Run ganz gut macht, so wie wir es geplant haben, dann schätze ich mal, wird das möglich sein. Aber man darf es nichts verschreien, es kann immer was passieren. Aber wenn wir das halbwegs durchfahren und nichts passiert, dann glaube ich, sollte es reichen. Ja, Dankeschön. Ja, wir haben vorher schon ein bisschen gesprochen, jetzt war es gerade mit der Klebepistole auf dem Motorrad. Gibt es was Gröberes zum Reparieren? Nein, ist nur der Kühler ist ein bisschen gerissen und jetzt haben wir gerade vom Hornbacher Kleb und dicht geholt. Ja. Notdürftige Reparatur. Perfekte Lage, ja, dass wir gleich rüberfahren im Baumarkt. Wie seid ihr zu dem Sport gekommen? Ihr seid eine relativ junge Partie, ihr habt ein relativ großes Lager. Wie habt ihr das erfahren und habt ihr gedacht, das tun wir uns an? Naja, mit 15 Jahren machst du halt deinen Moped-Führerschein, dann kaufst du halt so ein 50-Kubik-Moped und fängst halt kleinweise an. Nicht? Kriegst einen Vergaser, Sportauspuff, 70 Kubik, das wird halt geht immer weiter. Und dann irgendwann fährst du halt mal auf die Rennstrecken und probierst halt einmal. Ja. Jetzt haben wir im Fahrerlager Rennfahrer, nämlich auch echte Profis, die da mitfahren, weil es einfach einen Spaß macht und weil es ja wirklich unglaublich wichtig ist, auch für das Lernen für die großen Rennstrecken. Habt ihr das auch vor oder fahrt ihr schon auf der großen Rennstrecke? Nein, wir fahren eigentlich nur so Kartstrecken, in Greinbach unten zum Beispiel oder da. Aber in näherer Zukunft, schauen wir mal, ich weiß nicht, so 600er probieren, Bananenring oder so. War schon ein Traum. Ja. Unbedingt. Ich bin ja auch eigentlich von der großen Rennstrecke hergekommen, bin total begeistert. Wenn du das verraten willst, Rundenzeit, wo liegst du? 1:02 bin ich jetzt gefahren. Okay. Gut, du bist nicht mehr mein Freund. Ich muss noch ein bisschen lernen, aber ich wünsche dir viel Glück und oben bleiben. Danke. So, wenn die Sendelhofer Brüder auftauchen, ist mir das nie recht, weil dann weiß ich, ich stehe sicher nicht am Stockerl. Da haben wir schon wieder einen Gewinner hinten, dein Bruder. Seid ihr zum Spaß hier oder ist das ein Training oder seid ihr auch auf der großen Strecke? Was macht sie? Wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen. Ich meine, das nennt sie im Zeitplan Rennen. Ja, somit ist der Spaß vorbei. Und ich meine, du hast ja trotzdem noch immer eine Chance, weil wir fahren jetzt Langstrecken und wir haben eh nur einen Platz, was wir einnehmen. Ja, aber ich bin da der Langstrecken nicht mehr dabei, da muss ich noch ein bisschen trainieren. Ich sehe, ihr habt ein MotoGP Suzuki, ist ja kein Wunder, dass die gewinnt. Was steckt da eigentlich drunter? Na, alles, was in der GP erlaubt ist. Und nicht erlaubt. Ja, genau. Nein, aber ohne Spaß, ohne, mit was fahrt ihr? 600 Kubik, ne? Und ja, und die Yoshimura knocken wollen von der GSX-R1000. Ja. Ja, und dann geht das richtig für die. Die halten sich bedeckt, wie wir wissen, aber ich glaube, ihr müsst ja eh nicht viel sozusagen tunen, weil
Ihr seid ja echte Racer. Ich weiß nicht, wie lange macht das noch? Ja, das ist jetzt eine blöde Frage. Na, jetzt bist du 45. Ja, genau. Also vorher, wie wir gekommen sind, hat uns der Old Senior Meier eigentlich unter den Nosen gekriegt. Wir sind jetzt dann 107 Jahre gemeinsam. Also das ist irgendwie ein bisschen deprimierend. Ja, aber immer noch top, fit, schlank. Also was soll schief gehen? Okay. Ja. Ja, und wie seid ihr darauf gekommen? Ich meine, eins hat man ja gemerkt schon auf der Kartstrecke, dass immer weniger Supermoto ist, immer mehr die 300er, 400er, jetzt die Minibikes. Seid ihr schon länger dabei bei dem Thema? Naja, ich helfe eigentlich jetzt dann da heute noch aus, weil unser Freund der Karatom ist Papa geworden und traut sich deswegen nicht vorne. Ich weiß nicht, wo sie, haben sie ihm irgendwas weggenommen auch noch, aber ja, der Michel macht es jetzt dann glaube ich schon das dritte Jahr und dafür ist leider Gottes immer weniger auf der großen Rundstrecken, aber ja. Irgendwann einmal, was jetzt ist mit dem gesetzten Alter, ist halt das leichter dann. Ja. Und budgetfreundlicher und ich glaube auch knochenfreundlicher, weil relativ wenig passiert. Genau, also man hat halt natürlich in relativ wenig Zeit viel erlebt und sie ausbaut ohne viel Geldaufwand und körperlich jetzt sage ich mal und eigentlich in der Nähe wohnen, da mag ich noch, also ist das sehr angenehm. Ja. Naja, dann nochmal herzliche Gratulation. Ja, viel Glück fürs Langstreckenrennen und ich plane ein Motorradmagazin-Team. Dann wird es eng. Also, da musst du trainieren. Wir fürchten uns schon. Danke, ciao. Ja, die Motorräder sind klein, aber das Adrenalin ist riesengroß. Ich weiß nicht, wann ich zum letzten Mal so viel Spaß hatte. Ein Rennen ist halt wirklich ein Rennen. Wer es noch nie erlebt hat, der sollte sich vielleicht eben sowas aussuchen oder auch ein Langstreckenrennen. Das gibt es übrigens jetzt auch im Anschluss. 95 Runden fahren es mit diesen kleinen Motorrädern. Ich habe gehört, so 30 Runden oder so schafft man, 33 mit einem Tank. Mir haben die 10 Runden gereicht. Ich glaube, ich bin auch in den Top 10. Wir werden die Ergebnisliste jetzt gleich suchen. Auf jeden Fall war die Umgewöhnung auf diese Supermoto, auf diese kleine, weniger schwer als mit der Ovale, also mit dem Supersportler, mit dem Geschrumpften, den ich auf der Red Bull Ring-Kartstrecke gefahren bin. Bin echt sofort reinkommen, natürlich Serienzustand so ziemlich, das heißt die Bremse ist noch relativ schlecht. Das Fahrwerk ist natürlich auf relativ niedrigem Niveau, aber wenn man das ein bisschen tunt, wir haben es gehört, was das kostet, es ist echt überschaubar, dann kann man vorne mitfahren, also ein bisschen trainieren, wir werden jetzt schauen, jetzt der Chef hat mich hierher geschickt, hat mich gezwungen und jetzt werde ich ihn zwingen, dass er uns vielleicht so ein Motorrad kauft und dann werden wir hoffentlich öfter antreten. Ich prophezei mal, dass das nächstes Jahr noch einmal so groß ist oder zumindest noch mal um die Hälfte. Wir haben gesehen, die Schweizer kommen aus anderen Ländern, pilgern sie her, um in Österreich Motorrad zu fahren. Zu einem überschaubaren Budget, also eine bessere Möglichkeit gibt es nicht. Auch um reinzufinden, wer dann vorhat, vielleicht auf die große Strecke zu wechseln, der kann dann natürlich auch perfekt starten. Und wer nur das macht, wird auch seinen Spaß haben, das kann ich versprechen. Es war echt irre. Es hat auch ganz leichte Stürze gegeben, die meisten haben einfach weggeschmiert. Man sitzt ja auch niedriger, das heißt, die Heißheit der Gefahr ist auch relativ gering. Also ja, ich glaube, einen besseren Motorsport, einen ungefährlicheren, einen günstigeren wird man kaum finden. Ja, wenn es euch so gut gefallen hat wie mir, dann schenkt mir einen Daumen hoch, abonniert unseren Kanal und abonniert auch unser Heft. Da gibt es auch einen Bericht hier mit sehr schönen Fotos und
Dann könnt ihr das Heft aber noch online lesen und wenn ihr eins versäumt habt, könnt ihr das nachbestellen. Ich verabschiede mich hier vor der Kartstrecke in Wöllersdorf. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.